warum machen wir das Ganze? Sie wissen ja, in Bonn gibt es auch eine Klimakonferenz. Gestern habe ich mich mal erkundigt, wie viel das eigentlich kostet. Also im März hat eine Abgeordnete aus Bonn behauptet, 70 Millionen Euro. Das ist ja schon mal eine ordentliche Nummer. Jetzt haben wir ein schönes Zitat. Das Bundesumweltministerium beteiligte sich dieses Jahr mit 43,8 Millionen Euro an den Kosten und rund 8,9 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigung wegen erwarteter Schlusszahlungen im Jahr 2018. Ein Anteil von etwa 17,1 Millionen Euro trage in diesem Jahr das Auswärtige Amt. Im Mai, 3 Monate nach dieser Aussage, also wir wollen ja auch hier ein bisschen gucken, was Politiker sagen und was nachher passiert, das ist ja so ein bisschen unser Job. Im Mai hieß es dann 70 Millionen Euro, aber allein durch das Bundesumweltministerium, Zitat Kölner Stadtanzeiger. Und am Montag hieß es dann auf einmal, sage und schreibe, 117 Millionen Euro. War wahrscheinlich ein Zahlendreher, 70 Millionen Euro, 117 Millionen Euro, hat sich vielleicht jemand versprochen, ich glaube es noch nicht so richtig. Also 117 Millionen Euro kostet den deutschen Steuerzahler wahrscheinlich die Klimakonferenz der UN in Bonn, aber auch nur, Zitat, nach offiziellen Schätzungen. 117 Millionen Euro für eine Konferenz. Ich darf Ihnen versichern, diese Konferenz kostet etwas weniger. Bietet aber mehr Informationen, das kann ich Ihnen auch jetzt schon versichern. Danke. 25.000 Klimaschützer, 55.000 Quadratmeter schöner Wiesen in den Bonner Rheinauen mit einer Zeltstadt überdeckt. Ist das nicht der blanke Wahnsinn? Zugleich kündigte eine nur noch amtierende Ministerin Millionenzahlungen an den UN-Klimafonds an. Der sitzt in Südkorea und hat es fertiggebracht oder nicht fertiggebracht, in den 6 Jahren seiner Existenz mal zu erklären, was er mit den eingezahlten Milliarden eigentlich machen will, wie die konkret ausgezahlt werden sollen. Es gab da auch schon Rücktritte, aber die Bundesregierung zahlt fleißig ein. Apropos Klimafonds. Als Präsident Trump Anfang Juni seinen Ausstieg aus dem Pariser Abkommen ankündigte, ist die eigentliche Nachricht untergegangen. Er hat nämlich gesagt, die Vereinigten Staaten werden keinen Cent mehr in genau diesen Klimafonds, den ich jetzt erwähnt habe, einzahlen. Und sein Vorgänger hatte da Milliarden versprochen, aber eigentlich auch erst in den letzten 3 Tagen seiner Amtszeit eingezahlt. Also die Vereinigten Staaten haben gesagt, und das war die gute Nachricht, kein Geld mehr an diese Leute, keine Steuergroschen mehr an schwarze Löcher. Und das ist das, worauf wir wahrscheinlich noch lange warten können, wenn man sich die Jamaika-Verhandlungen anguckt, aber dazu später. Gastgeber der Konferenz in Bonn, haben Sie sich auch schon gehört, ist die Republik Fidschi. Also Deutschland zahlt, Fidschi ist Gastgeber. Deutschland ist nur technischer Gastgeber. Und jetzt schauen Sie bitte mal, welche Musterdemokratie Fidschi ist. Heritage Freedom Index, Platz 71. Die Regierung dort schreckt vor wenig zurück. Und die schreckt natürlich auch nicht davor zurück, sich als Opfer hinzustellen, um noch mehr Entwicklungshilfegelder abzustauben. Wer dort tatsächlich verantwortlich ist für Missstände, wenn es mal vorsichtig formuliert, nicht so rund läuft in Fidschi, und ich bin sicher, hier sind ganz viele Fidschi-Experten im Raum, ehrlich gesagt, ich habe auch noch mal in die Wikipedia geguckt, niemand von uns weiß was über Fidschi in Wirklichkeit, aber was man so hört, ist, dass es eben eines dieser vielen Entwicklungsländer ist. Und ja, wenn es nicht rund läuft, dann zeigt man mit dem Finger auf die Melkkühe in Europa und besonders in Deutschland, also Sie. Das darf man, wenn man über die UN-Klimakonferenz spricht, natürlich auch nicht vergessen. Und apropos Präsident Trump, anlässlich des G7-Gipfels in Taormina kam Folgendes in der Klimafrage
äußerst oberlehrerhafte Abschlusskommuniqué zustande. Das muss ich jetzt mal vorlesen. Wenn Sie es nicht verstehen, macht das nichts. Aber ich finde, man muss sich einfach mal diese Sprache auf der Zunge zergehen lassen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind dabei, ihre Politik bezüglich des Klimawandels und des Pariser Abkommens zu überarbeiten und sind daher nicht in einer Position, dem Konsens in diesen Bereichen beizutreten, indem Sie diesen Prozess zur Kenntnis nehmen, das Satz ist noch nicht zu Ende, bekräftigen die Staats- und Regierungschefs Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Japans und des Vereinigten Königreichs sowie die Präsidenten des Europäischen Rats und der Europäischen Kommission ihre starke Unterstützung für die schnelle Umsetzung des Paris-Abkommens, wie es zuvor auf dem Gipfel von Ise-Shima festgelegt wurde. Da ist offensichtlich eine Bombe hochgegangen. Oder wie es der Stern formuliert, Angela Merkel, die Meisterin der halb zog sie sie, halb sanken sie Niederdiplomatie, hat in Donald Trump offenbar selbst ihren Meister gefunden. Mit anderen Worten, jemand hatte der Kanzlerin ihr Lieblingsspielzeug weggenommen. Als wir vor 10 Jahren EIKE gründeten, konnten wir solche Sumpfblüten des Klimawandels und natürlich auch der desaströsen Energiewende nicht mal ahnen. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen eine Webseite, nennen das ganze Institut und schauen mal, was passiert. Und wie sich das dann entwickelt hat, wissen Sie ja selbst, also das ist, hat gigantische Ausmaße angenommen, diese ganze Geschichte. Und auch uns gegenüber, was da versucht worden ist, das ist auch also dem Otto-Normalbürger kaum zu vermitteln. Ich habe einige Beispiele hier mal aufnotiert. Da wird versucht, unsere Veranstaltung im Deutschen Bundestag zu unterbinden. Also wenn Sie das wissen, dort kann eigentlich jeder sprechen, aber Klimaskeptiker, ganz schlimm. Ein Riesenskandal 2009. Universitäten wie Heidelberg distanzieren sich schriftlich und in aberwitzigen Formulierungen von einem unserer Mitglieder, der zufällig in Heidelberg wohnt und unter seine Publikationen schreibt, Professor Lüdecke Heidelberg. Das muss ich mal vorstellen, also da setzen die sich hin, die hohen Herren, und formulieren offizielle Erklärungen, dass das alles nichts mit nichts zu tun hat. Der Deutsche Stiftungsrat unter Federführung der BMW-Stiftung, und ja, es ist die BMW-Stiftung von der Firma BMW, die ihr Geld mit Autobau verdient, die erklärte in einem gedruckt erschienenen Bericht unsere Organisation 2012 als Störfall. Als Störfall, also auf dem Level von Öltanker-Havarien und sonst was in der Art. Eine Ministerialrätin des Bundesforschungsministeriums und Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums gab in Buchform Handlungsempfehlungen für Politik und Wissenschaft heraus, die sich seitenweise mit unserem Institut beschäftigen. Die Karrierebeamtin Ökonomin, und sie hat auch einen Master in Umweltwissenschaften, weiß natürlich ganz genau, wo beim CO2 der Hase im Pfeffer liegt. Und dann gab es auch, darf ich nochmal daran erinnern, diese berühmte Broschüre des Bundesumweltamtes. Verantwortlich war ein Beamter, der im Interview zugegeben hat, dass er psychische Probleme hat und jetzt die Menschen glücklich machen will. Und auch da ging es seitenweise um den Boykott bestimmter Meinung, um den Boykott von EIKE, um den Boykott bestimmter Journalisten. Und die Zeit, wir haben ja nachher unseren Freund Marc Morano als Referenten, die Zeit hat tatsächlich tausende Euro investiert, nur um ein besonders grimmiges Foto von Marc Morano direkt in den USA aufzunehmen. Der wurde dann da extra hingeschickt, das ist dieses berühmte Bild auf der Leiter. Wahnsinn. Nach 2012 haben diese Angriffe, diese Art Angriffe dann aufgehört. Auch ein Michaels Climate Blog, der die ganze Zeit nur über uns geschrieben hat, stellte nach genau 12 Monaten seinen Betrieb ein. Ist aber alles nur Zufall natürlich. Heute beschäftigt man sich gerne mit den finsteren Machenschaften bei der AfD im Zusammenhang mit Klimaskeptikern, aber die Tiefe dieser Art Berichterstattung ist natürlich genauso geblieben wie zuvor. Es gab dann dieses Jahr noch den Versuch, die öffentliche Meinung zu gestalten mit hysterischen Umfragen, vor allen Dingen Umfragen, wo die Methodik überhaupt nicht klar war. Und da gab es diese berühmte, berüchtigte
Umfrage der Funke Mediengruppe und wir haben dort angefragt, ob die Studie mal veröffentlicht wird und hat das also abgelehnt. Aber in allen Schlagzeilen wurde verkündet, also 71% der Deutschen haben nur Klimaschutz als Problem. Dann kam TV-Sendung, Sie haben ja vorgestern vielleicht diese komische Sendung da gesehen im ARD, wo auch unser Herr Limburg vorkam, der wird dann später auch noch was dazu sagen. Aber was dort zum Beispiel nicht gesagt worden ist, ist, dass diese Klimaschützerfamilie sich ihre Reisen von der Firma Jack Wolfskin finanzieren lässt. Da haben wir die Redakteuse darauf aufmerksam gemacht und dann kam eine E-Mail zurück und dann stand, Zitat, ja, das ist mir bekannt, wie die Reise der Familie finanziert wurde. Die Art der Finanzierung steht aber in keinem Zusammenhang mit dem Ziel der Reise und dem Klimawandel. Ist doch toll. Schließlich gab es natürlich, das müssen wir auch sagen, pünktlich zum Start der Weltklimakonferenz gab es den üblichen Wintereinbruch in den Alpen und auch in den Mittelgebirgen. Und das nennt man Al Gore-Effekt, wenn Sie das noch nicht wissen. Denn Al Gore hat sich ja für die Bonner Klimakonferenz angesagt und der Herrgott hat bekanntlich Humor. Was natürlich nicht auch wieder keine Meldung wert war. Also wenn der Juli 0,1 Grad über dem langjährigen Mittel ist, wird es berichtet, wenn in den Alpen über Nacht 70 Zentimeter Schnee fallen, wie in den südlichen Alpen, ist das keine Meldung wert. Tricksen, täuschen, schwindeln, schummeln, könnte man das überschreiben. Es werden die Überbringer der schlechten Nachricht angegriffen, mit der Nachricht selbst befasst man sich nicht. Weder in den Medien noch in der Wissenschaft, manchmal in der Wissenschaft, aber natürlich nicht auf der UN-Klimakonferenz in Bonn. Und jetzt überlegen wir mal, wenn sich Leute so verhalten, ist das ein deutlicher Hinweis, dass sie recht haben? Ist das das Selbstbewusstsein, was Leute ausstrahlen, die wissen, dass ihre Ergebnisse seriös zustande gekommen sind? Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sie haben ja das Buch von Donna Laframboise auch vor sich liegen, hoffe ich. Das können Sie dort kostenlos mitnehmen. Das haben wir neu rausgegeben dieses Jahr. Da wird einiges gesagt, wie das IPCC funktioniert. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, das ist ein unheimlich spannendes Buch, wer es noch nicht gelesen hat. Und wer es schon gelesen hat, der sollte sein Exemplar mitnehmen und es irgendjemandem geben, von dem er weiß, dass er ab und zu mal ein Buch liest. Es ließe sich natürlich auch vieles zur Energiewende sagen. Das ganze Elend dieser Politik manifestiert sich nicht nur im Zusammenbruch der gesamten deutschen Solarindustrie, das muss ich mir mal vorstellen, sondern es gibt ja auch Hiobsbotschaften aus anderen Bereichen. Firmen lagern ihre Produktion aus, ThyssenKrupp will die Stahlproduktion an die Inner verkaufen und so weiter. Und Mittelständler beklagen sich über die marode Elektroinfrastruktur, also auch in dem Gewerbegebiet, wo wir sitzen, gibt es Probleme mit der Stromleitung und kein Geld, eine Industriestromleitung zu legen. Jeder hat da so seine Geschichten und und wer über die deutsche Autobahn hierher gekommen ist, weiß natürlich auch, was in Deutschland los ist, wenn wir hier über Emissionssenkung, Infrastruktur und so weiter reden. Das ist alles Gewäsch und die Leute versuchen sich zu profilieren, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Diese ganze Energiewende ist ein einziges Fiasko. Und was macht die deutsche Industrie? Sie schaltet, also nicht alle, aber viele, schaltet heute in der FAZ eine große Anzeige und fordert noch mehr Klimaschutz von der deutschen Bundesregierung. Verstehe das, wer wolle, ich verstehe es nicht. Auch dieses windelweiche Agieren der deutschen Autoindustrie. Ich meine, wer sagt denn, dass wir überhaupt irgendeinen Grenzwert für CO2 brauchen, ein harmloses Spurengas, was in der Natur vorkommt. Das ist alles ein einziger Wahnsinn. Und wer jetzt Hoffnungen hat, dass die Jamaika-Verhandlungen vielleicht nicht ganz so schlimm gehen, es wird auf jeden Fall, da bin ich fest davon überzeugt, einen grünen Schub geben. Selbst wenn einige Schwachsinnstermine, ist auch ein Zitat, nicht von mir, wie das Aus für den Verbrennungsmotor und so weiter nach hinten verschoben werden,
Parteichef, also grünen Parteichef Özdemir, das alte Schlitzohr, hat ja beim Kohleausstieg auch signalisiert, dass er kompromissbereit ist. Aber das ist natürlich alles Kosmetik, wenn der Kohleausstieg 2 oder 3 oder 5 Jahre später kommt. Und wer dann Hoffnung in andere Parteien noch hegt, also den denke ich, der wird enttäuscht werden. Ich habe selbst vor vielen Jahren mit Angela Merkel mal zusammengesessen. Die war ganz begeistert von schwarz-grünen Bündnissen schon damals. Auch Wolfgang Schäuble hat mir versichert, dass, also wenn, also zitieren kann ich es nicht, aber sinngemäß wiedergeben, also wenn schwarz-grün auf der Tagesordnung jemals stünde, dann wird das eben gemacht. Das ist so seine Aussage gewesen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass es der heute noch sehr aktive Wolfgang Schäuble gewesen ist, der schon 1994, das haben viele vergessen, 1994 zur Überraschung vieler, diese Antje Vollmer zur Bundestagsvizepräsidentin hat wählen lassen. Das war das erste Mal, dass die Grünen diesen Vizepräsidenten bekommen haben, wogegen auch nichts spricht, aber das war eben damals eine Symbolhandlung, die von heute noch aktiven Politikern ausging. Und die Hoffnung, dass die beiden bürgerlichen Parteien nicht mitziehen, die habe ich nicht, muss ich ganz offen sagen. Wie es besser gehen könnte, das wollen wir Ihnen auf dieser Konferenz zeigen. Es ist ja immerhin schon die 11. Konferenz, die wir machen. Die Jahre vergehen wie im Flug. Wir haben, wie ich schon sagte, es ist die größte Konferenz und auch die internationalste, die wir jemals organisiert haben. Also die Organisationen, die Logos haben sie auf dem Programm. Sind wir sehr stolz darauf, dass wir diese Zusammenarbeit zustande bekommen haben. Und die Unterstützung ist natürlich in Wirklichkeit noch viel internationaler, wenn man die ganzen kleinen Spender aus allen möglichen Ländern noch dazu nimmt. Ich bedanke mich deshalb schon jetzt bei allen Unterstützern, allen etwa 200 EIKE-Spendern für ihren finanziellen Beitrag. Ich bedanke mich auch bei diesen Partnerorganisationen, die mitgemacht haben. Und ich bedanke mich auch schon jetzt bei unseren Referenten, dass sie hierher gekommen sind. Die sprechen ja alle pro bono, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, dann wünsche ich uns allen einen schönen Verlauf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.